ein Punkt fehlt zum Unentschieden, aber damit wollen sie sich natürlich nicht begnügen. Sie wollen aufsteigen in die Oberliga, die DJK Sparta Norris Nürnberg. Mein ehemaliger Verein nach SGS Erlangen. Und CV jetzt in Erlangen. Und jetzt CV in Untersbach. Deswegen bin ich auch gerne hier in der Halle. Aber man sieht schon, warum ich da aufhören musste. Wenn die Sonne scheint, habe ich nichts mehr gesehen. Und heute scheint sie mal wieder ziemlich. Deswegen werden auch einige Videos irgendwie nicht so richtig toll werden. Aber noch schlimmer sind meine technischen Probleme heute. Scheinbar habe ich gestern zu viel gefilmt auf der Bayerischen Jugendmeisterschaft. Die Kameras sind überfordert oder sind es die Chips, je nachdem. Sie wollen nicht mehr so richtig, deswegen einige Spiele recht unvollständig. Da wird es wieder Shitstorm geben auf YouTube, aber ist halt so. Also, 4-5 für Sparta und auf Nummer 6 der Ersatzmann Linus Dreikorn. Gestern groß aufgetrumpft bei der Bayerischen. Im Einzel, im Halbfinale, im Doppel, im Finale. Da war dann beides mal Endstation, aber das ist für ihn hier schon eine ganz große Geschichte. Zusatz, Matthias Danzer, der Top-Favorit, ist gar nicht erst angetreten. Aber zurück zu diesem Spiel. Er hat mit Erik Stopper zu tun. Vom TV 48 Erlangen, vielleicht auch noch einigen Wackersdorfern in Erinnerung, länger ist her. Schiedsrichter Peter Lommer. Lommer. Jeder Schuss ein Fehler.
Sven, komm. Meist geht es dann ja so, wenn man sie nimmt als Rückschlag.
Ich bin
Auf Sven! Jawohl! Und 3-0, wenn das durchgeht, dann macht Linus Dreikorn hier den Siegpunkt, vorausgesetzt allerdings. Auf der anderen Seite gewinnen Jürgen und das geht es noch nicht durch, denn Sven Schaub kommt immer besser ins Spiel. Für Fietz und 8-8. Jo! Jo, komm! Jo! Das sieht gut aus hier. 2-1, 4-8. Komm, Hans-Man. Weiter, Erik. Jawohl. Super, Sven. Thank you.
Leute, aber ich bin vom Allerfeinsten vielleicht auch angetrieben vom fürchterlichen Schuss. Den hat man schnell, wenn man gegen die Leute wieder schlägt. Aber wir können schon mal einen Kommersatz machen. Eventuell. Das ist nicht so. Ich glaube, dort habe ich sie hingeschaut. Dort drin ist das Dicken normal. Also werden wir nun mal aufsticken. Manche Stücke sind drin, wenn ihr das Geld nützt. Vor allem müssen wir nicht auf den Haut und zwei Stücke. Thank you.